Deutschlands, die Kollegen der Süddeutschen haben vor einigen Tagen geschrieben, da tauchen Sie auch in diesem Artikel, Deutschland sterben die Vögel weg. Übertreibung oder Realität? Das ist leider keine Übertreibung. Und es ist ja bezeichnend, dass die Süddeutsche, die ja normalerweise recht vorsichtig agiert, auf der ersten Seite als Überschrift ohne Anführungszeichen schlicht und ergreifend geschrieben hatte, der stumme Frühling. Das heißt also, er ist nicht mehr weit. Er klopft an die Türe. Und das ist gar keine Frage. Stummer Frühling. Stummer Frühling. Übersetzen Sie das mal. Woran machen Sie das fest? Rachel Körsen hat den Begriff geprägt vor vielen Jahren. Damals als Schreckgespenst. Alle haben gesagt, na ja, also da wollen wir doch mal vorsichtig sein. Das wird schon nicht so schlimm kommen. Das ist typisch Naturwissenschaftler. Mhm. Sachen aufbauschen, übertreiben und so weiter. Mhm. Ich habe 1973, als wir gemerkt haben, wie die Bestände in der Vogelwelt dramatisch zurückgehen. 73 habe ich in der Max-Planck-Gesellschaft es geschafft, einen Artikel zu lancieren, damals in den Mitteilungen der Max-Planck-Gesellschaft, der leise Einzug des stummen Frühlings. Der leise Einzug des stummen Frühlings. Ich wollte damals noch nicht sagen, der stumme Frühling kommt schon, aber man sieht ihn schon leise herannahen. Und in der Zwischenzeit ist also gar keine Frage, wir stehen in weiten Bereichen kurz davor. Mal ein paar ganz nüchterne Zahlen. Ich meine, wir haben seit 1800, ich habe jetzt gerade ein Buch veröffentlicht, da kommen wir wahrscheinlich noch dazu sprechen, wo das alles genau geschrieben ist. Wir reden schon darüber. Genau. Und seit 1800 haben wir in Deutschland 80% der früher bei uns vorgekommenen Vogelindividuen verloren. Das heißt, wir haben noch einen Bodensatz von 20%. Und manche Arten, wie zum Beispiel das Rebhuhn, was ja wir noch gegessen haben, ich bin sicher, Sie haben Rebhuhn gegessen, in Frankreich alle Male. Wir hatten früher in Deutschland ungefähr 10 Millionen Rebhühner. Die sind so ganz sukzessive dahingestorben. Aber Herr Wickert war es nicht, das haben wir jetzt damit klargestellt. Ne? Nicht alleine. Nein, nicht alleine. Also, genau. So, und jetzt haben wir vielleicht, wenn es hochkommt, noch 20.000 in Deutschland. Das heißt, 20.000. Wir haben 99% der Rebhühner verloren. Ja. Unmengen zu produzieren, obwohl wir sie eigentlich gar nicht brauchen. Weil wir vernichten ja 30% unserer Lebensmittel, schmeißen wir weg, jeden Tag. Nicht, wenn ich denke, was heute oben hier in unserem kleinen Büro aufgestellt worden ist, wo wir essen, das wird nicht aufgegessen, mit Sicherheit nicht. Da wird also auch hier überall, also egal wo wir, 30%. Ja. Und dafür wirtschaften wir aus den Feldern raus, koste es, was es wolle. Und das kostet halt Unmengen Tieren das Leben, gar keine Frage. Und deswegen sind wir also jetzt an einer Grenze, wo der stumme Frühling tatsächlich gewaltig an die Türe klopft. Und da wird es sehr spannend, was in nächster Zeit wird möglich sein. Insekten. Dirk Steffens ist jemand, den wir alle kennen und schätzen, als jemand, der auch ein bisschen versteht, was da draußen so in unserer Umwelt tatsächlich passiert. Und der sagt immer, wenn ich ihn persönlich treffe, ab und zu mal, da halten wir uns darüber, sagt immer, Klimaveränderung ist das weit kleinere Problem als Artensterben. Ist aber in unserem Bewusstsein überhaupt nicht angekommen. Ist völlig richtig. Und wenn wir das Artensterben nicht hätten, dann wäre die Klimaerwärmung für uns im Grunde genommen eine relativ harmlose Angelegenheit, weil dann hätten wir so viele Arten und so viele Populationen und so viele Individuen, dass darunter ganz viele wären, die von vornherein so angepasst werden, dass die sagen würden, ach schau mal, dieser Spätfrost, der ist für mich eigentlich gar nicht schlecht. Da kann ich das und das machen, was ich vorher gar nicht machen konnte. Das heißt, wir würden tausend und Millionen, Milliarden kleine Evolutionsbasen haben, wo sich die sofort an die neuen Bedingungen anpassen könnten. Wenn wir aber nur noch zwei Rebhühner haben, die relativ wenig genetische Vielfalt besitzen, die sitzen im Acker und sagen, das Beste ist, mich frisst einer, weil dann brauche ich nicht elendlich verrecken. Nicht? Also da ist nichts mehr zu holen. Diese Geschichte.